Das Nidaduda-Double-Feature. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dauerfeuer 2. Ich wollte gerade oben links Dauerfeuer 2 lesen. Daumenkeeper, Leute. Kleinen Schluck Tee trinken für den Hals. Es geht weiter. Wir haben immer noch 17 Dings und einen Bums. Und wir brauchen aber mehr Bums, um mehr Dings zu machen. Ihr wisst schon. Hier kann ich jetzt natürlich... Das ist blöd. Wer denn hier? 4 Zyklen. 6 Eisen zu einem Kobalt. Das ist schon nicht schlecht, ne? Aber wir brauchen dafür Kobalt. Wir haben keinen Kobalt. Und ja, wir sind hier. Domekeeper. Vollversion. Ich freue mich ein Keks. Wirklich. Ich werde wahrscheinlich hier heute den ersten Abend ordentlich absuchten. Aber ihr dürft dabei sein, ne? Könnt ihr euch ansehen. Und dann... oder auch nicht. Mir egal. Ich habe Spaß. So. Maximalgeschwindigkeit. Wollen wir die noch erhöhen? Mit einem super starken Bohrer, mit super Geschwindigkeit. Aber dann können wir nur... Wir machen das. Ich mache das ein bisschen ausgeglichen. Ein bisschen mehr Eleganz rein. Und dann schauen wir mal, ne? Ich freue mich halt auf die weiteren Domes. Oh oh. Allerdings sieht das jetzt schon mal nach einem ziemlich üblen Angriff aus. Wo ich gerade hier links bin, bleibe ich einfach hier. Bam. So, und los geht's, bevor die überhaupt Zeit haben. Ich habe diesen Anzug gefunden in der letzten Folge. Und ich bin mega happy damit, weil aus irgendeinem Grund bin ich jetzt super stark. Und ich habe keine Ahnung, ob der irgendwann zu Ende geht oder ob der jetzt irgendwie lange hält oder... Oh, 3 Kobalt erstmal gefunden, richtig nice. Ey, da geht's nicht weiter, oder was? Wo ist denn hier? Wir müssen ja irgendwann die Reliquie Quandatro finden. Übrigens der offizielle... Boah, Alter, ist das geil. Hier liegt richtig Zeug rum. Hier liegt richtig Zeug rum. Einfach nach oben. Einfach nach oben. Ich bohre mir jetzt den Weg, solange ich diesen... Ah, jetzt habe ich den Anzug nämlich nicht mehr. Jetzt habe ich den Anzug nicht mehr, Leute. Und das ist ein Problem jetzt. Aber der Anzug hat schon arg geholfen jetzt. Geiler Anzug, geiler Bohrer, geiler Typ. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ich habe einfach so ein gutes Feeling heute. Ich habe so einen guten Vibe. Ja, wir waren den ganzen Tag ein bisschen komisch. Kopfschmerzen, dies, das. Ne, ihr wisst, wie das ist. Ist da noch irgendwie da existenzielle Probleme, so, was die Welt nicht juckt. Aber ihr wisst ja, ne? Und dann auf einmal sitzt du da und denkst, ey, heute ist ja der 27. Kind ist im Bett. Stream, ja, ist heute zu anstrengend. Was machst du? Spielst Domekeeper. Nice. Beste Leben. Beste Leben. So, 16, 4 und 3. Wir könnten einen, oder warte mal, wir schauen erstmal... Wie wichtig ist uns der Umwandler jetzt zu solchen Zeiten? Wie wichtig ist der Wandler? Vielleicht an den Stunlaser ein bisschen mehr Schaden? Mehr Feuerdauer, Abklingzeit? Dann hätten wir noch ein bisschen Water übrig. Ich glaube, ich mache das hier. Und ich mache das hier. Dann kann ich irgendwann Eisen in Kobalt wandeln, wenn wir denn dann Eisen haben. Das ist natürlich jetzt auch OP. Weil dann brauche ich kein Wasser mehr ausgeben, kann aber Eisen herstellen. Also ran damit. Um die Zyklen kümmern wir uns noch. Mal reinschauen. Na, jetzt wird alles ein bisschen hochpreisig hier, ne? Ich nehme mal das Ding hier mit. Mal gucken, was das ist. Hatte jetzt noch keine Zeit aufzuladen. Das wird einen Zyklus brauchen wahrscheinlich. Eben kurz hier unten durchrasieren. Nein, nein, lass den nicht schießen, Alter. Der sieht irgendwie super gefährlich aus. Was macht der? Oh. Elektroschock habe ich jetzt auf X.
Ich hab jetzt einen Elektroschock. Elektroschock. Ne, siehst du, der hat auch nichts mehr für mich übrig hier in seiner Cave. Wie geil das Parallax-Scrolling so, ne? Irgendwie cool. Gefällt mir einfach gut. Ach, Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich krieg da auch kein Geld für, will ich auch nicht. Wenn ich Dinge mag, dann werdet ihr das erfahren aus erster Hand vom alten Mann. Und das ist eins der Indie-Games, die mich absolut begeistert haben und ich hoffe wirklich, dass es Erfolg hat. Wirklich. Dass das nicht in so eine kleine Sparte rutscht. Aber das wird schon Erfolg haben, ne? So, das spielen die ganz Großen. Da spielen die ganz Großen mit. Kreis ist dagegen so ein kleiner Pupsiger, ne? Wenn der da so ein Blitz oder so, der zockt das ja auch. Aber es steckt Liebe drin. Und diese spürt man. Okay, ich weiß nicht, aber Eisenmangel ist jetzt auch nicht mehr so das Trendthema zurzeit hier. Alter, was der für einen Koffer da hochschleppt. Junge, Junge, hier macht ihr mal noch ein bisschen Platz. So viel Zeit muss sein. Die Frage ist, ich habe noch keine Elektroschock-Erfahrung. Also fragen wir uns bei der Elektroschock-Erfahrung. Fragen wir uns natürlich alle am Ende des Tages. Ist die gut? Ist der gut? Ja, wir sind jetzt ziemlich weit weg und ziemlich tief. Das heißt, eigentlich wäre eine Investition in Bewegungsgeschwindigkeit gut. Na, siehst du, jetzt haben wir nämlich kein Wasser mehr. Wir haben noch Kobalt. Ich könnte das hier noch machen. Machen wir das so. Jetzt ist der Umwandler hier straight und fertig. Mal sehen, was da jetzt für eine Welle kommt. Vielleicht eine Reparatur reinstecken vorher. So, jetzt ist einiges an Eisen draufgegangen. Ich warte mal noch, ob der Zyklus unten... Es geht ja, die Zeit geht ja dann weiter, ne? Schauen wir gleich mal. Ist der Elektroschock halt direkt vor der Haustür nur, oder? Ja, stun den mal. Ey, der war aber frech jetzt da. Der hat sich gar nicht... Wo ist der jetzt hingegangen, der Elektroschock? Hat einer was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Na, shit, Alter. Shit, shit. Ne, die müssen wir uns packen jetzt hier. Oho. Okay, volle Reparatur. Egal, was es kostet. Kommt dann das ganze Eisenzeug raus. Aber wir sind auf Speed unterwegs. Ja, ein Kobalt ist gut. Das sind sogar drei. Ja, es hört sich schwer an. Es hört sich schwer an. Ist auch schwer. Aber ich schlepp das jetzt hoch. Ich schlepp das so. Na komm, rein, rein, rein. Echt, hier ist jetzt schon wieder hart, oder was? Okay, unterwegs. Ich bin unterwegs.
Ah, das stand doch irgendwas mit 2,3 Zyklen oder so, ne? Puh. Ja, pressen, 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 ne? Könnten wir hier noch die Geschwindigkeit erhöhen? Oder Laser zielt automatisch. Hier könnten wir richtig Schaden rausbämseln. Ne, schnellerer Laser. Ist okay. Müssen wir ran. Ich kriege noch ein bisschen Eisen aus dem Umwandler. Wir haben einen Elektroschock, aber der ist eigentlich nur dafür da, wenn die Nahkampfatzen kommen. Okay, es war eine relativ frische Welle. Oh, da! Er ist wieder da. Er ist wieder da. Auch nur eine gewisse Zyklusdauer hier. Na komm. Hier geht's deep, Alter. Hier geht's deep. Warum ist da... Oh, da geht's nicht weiter. Aber solange ich mit dem Ding hier drillern kann, geht's auch nicht weiter. Okay, das war's in die Richtung, hä? Mit. Na. Dann hoch, dann hoch. Den Weg ein bisschen freiräumen. 6 in 1 umwandeln. Nee, warte mal. Erstmal abladen hier und gucken, wie viel wir haben. Lassen wir den erstmal manchen. Nee, dann hätte ich aber auch nichts für Reparaturen. Ne, der Stunlaser hat noch gar nichts, aber ich habe auch keinen Water. Noch kein Water. Warte mal, dann schnell hier runter. 2 in 1. 1 ist 10 über 4 Zyklen. Warte mal, der macht das aber in 1,4 Zyklen. Das ist auf jeden Fall schneller. So, jetzt habe ich noch 15. Also entweder mehr... Ah, Mist. Hätte ich natürlich die Bewegung nehmen können. Oder wenn... Ja, aber ich habe nur 15. Deswegen wird das natürlich doof. Das ist alles mit Watter. Hier kann ich nichts machen. Ich könnte jetzt noch mehr Schleppen machen. Oder hier so Kleinigkeiten. Gelagerte Ressourcen. Zähler. Oder ich nehme das Herz. Dann haben wir mehr Strukturpunkte. Und die sind auch okay. Immer mit der Ruhe. An der Struktur. Oh, der sieht gefährlich aus. Und ziemlich schnell. Dann elektrifizieren wir den mal. Und jetzt wieder runter. Und nach unten rechts, weil oben rechts ist nichts mehr. Oh. So, zwischendurch kriegst du auch mal noch so eine kleine Perle Süßwasser hier.
gehen wir erstmal hier rein, weil hier ist noch ein bisschen weiches Gestein und manchmal ist ja noch was. Aber hier ist gerade nichts. Ne? Ja, ist noch einer in der Ecke. Ah doch, da geht's noch weiter rein. Guck mal hier. Da geht's noch weiter rein. Ist das da unten rechts? Ist das was Gutes? So eine braune Ecke gewesen? Irgendwo in dem Weichen. In dem Weichen noch was zu finden ist, so. Nee. Das ist jetzt auch ein bisschen kacke. Oh, das ist ein Relikt wieder, aber keine Zeit. Lieber auf Safe gehen, ne? Damit die mir hier oben nicht den Dome fressen. Lieber auf Safe, Leute. Lieber auf Safe. Schöne Safe-Mann-Basis. Weil jetzt haben wir zwei von denen. Ja gut, kann ich mir aber keine Verbesserung holen, gerade weil ich absolut kein Eisen mehr habe. Der KI, wenn ich nicht da bin, ja. Aber ich bin ja da. Okay. Hoffen wir mal, der Elektroschock macht's nochmal. Und dann? Angriffswelle. Er schafft das, der schafft das. So, jetzt darunter. Ganz schnell darunter. Wo waren das? War das hier? War das eher links? Oder war das noch weiter rechts? Ja, es war hier so irgendwo, ne? Ja, da. Ist das der Große? Das ist der Große, Leute. Da ist er. Das ist der Große. Den hauen wir raus. Jawollo. Haben wir ihn. Komm schon. Er ist doch frei, oder nicht? Oh nein, der hat noch irgendwas. Hat der noch was anderes? Hat der noch hier. Warum kann ich den noch nicht öffnen? Wieso kann ich den nicht öffnen? Oh mein Gott. Da sind irgendwelche Kabel in der Wand, aber. Oh, Kacke, Leute. Ich weiß nicht, warum er nicht aufgeht. Warum geht er nicht auf? Ah, da musst du so Knöpfe finden noch. Da musst du so Knöpfe finden. Ja, lecko mio. Linker Knopf. Muss auch noch irgendwo sein. Da irgendwo. Puh, aber ey, das ist ja geil. Das ist cool gemacht. Cool gemacht, aber ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Da kommen noch so kleine neue Kniffe, wo man sich denkt, ayawiwa. Jetzt gerade will ich hier nichts umwandeln. Horte habe ich bekommen, cool. Direkt ein Erfolg. 3, 8. Okay, wir können auf jeden Fall reparieren. Und nochmal hier ultra buffed. Auf die Buff-Basis gehen. Alles klar. Alles klar, wir müssen diesen Kampf überstehen. Und dann da unten den Knopf noch finden. Ey, die trommeln heftig hier. Trommeln heftig. So, der ist kaputt. Okay, und go. Und go. Oh, hier. Atze Drillo. Jawohl. Richtig geil. Zack, zack, zack. Ab.
geht's. Ab geht's. Weil hier, ah, da. Jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wie viele Knöpfe hat das Ding? Warum muss ich hier was drücken? Oder muss ich da auch das Kabel freilegen, oder? Oh Gott, Leute, wenn ich es checken würde. Jetzt. Da ist er. Da ist er, der Pin. Müssen wir nur noch wieder heim. Müssen wir nur noch wieder heim. Boah, guck mal, wie geil, ey. Schöne kleine Effekt. Ich liebe es. Es ist einfach jetzt schon super. Wir wollen natürlich noch einen Kampf, aber... Boah, was ist das? Die sind ja krass. Im ersten Durchgang, 20 Wellen, 40 Minuten, was? Kann nicht sein, oder? Kartengröße klein, Moment, es gibt neue Kartengröße, neue Welt, neues Element freischalten, Prestige-Modus oder Abwehrspray? Abwehrspray, oder? Ach so, haben wir beides freigeschaltet, Prestige und... ein Wächter von Rang. Geil, Alter. Richtig nice. Die Laserkuppel, die Schwertkuppel haben wir natürlich noch nicht. Den haben wir auch noch nicht. Noch nicht verfügbar. Aber kommt bald. Achso, okay. Noch nicht freigeschaltet. Alles klar. Also der Wächter ist noch nicht free. Skin nehmen wir natürlich den coolen. Werkzeug, Schild, Abwehrspray. Hä? Hab ich nicht. Ich hab doch Abwehrspray freigeschaltet. Ich hab das da stand. Oder hab ich. Ach so, muss ich das auswählen und dann. Oder. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und uns in der nächsten Episode wiedersehen. Hier bei Domekeeper ist das kaltste Spiel des Monats. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr Langeweile habt oder zwei Wochen zu Hause bleiben müsst, aus. Zwangsgründen, weil ihr weiß ich nicht, eine Stricknadel in der Strollerscharte habt, dann besorgt euch das Game oder guckt meine Folgen. Macht's, wie ihr wollt, aber ich bedanke mich trotzdem an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten wieder und macht's gut. Bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit Au.